Sie sind hier, 27. November 2018, 14.43 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten. Die Ausschreitungen vor dem Finalrückspiel der Copa Libertadores haben den argentinischen Fußball erschüttert. Boca-Kapitän Pablo Pérez ist noch immer fassungslos. Die Geschehnisse um das Rückspiel des Superclásico zwischen River Plate und Boca Juniors bestimmen in Argentinien weiter die Schlagzeilen. Nach der erneuten Absage des Finalrückspiels der Copa Libertadores am Sonntag hat sich nun Pablo Pérez in den südamerikanischen Medien zu Wort gemeldet. Der Boca-Kapitän brachte seine Entrüstung über die Vorkommnisse in Buenos Aires zum Ausdruck. Es ist eine Schande, was passiert ist, sagte der 33-Jährige und setzte noch einen drauf. Ich werde nicht in einem Stadion spielen, in dem ich sterben kann. Er habe eine Frau und 3 Töchter, erzählte Pérez. Die Älteste habe ihn umarmt und geweint, als er nach Hause kam. Man kann nicht einfach so weiterspielen, das darf nicht wieder passieren. Ich kann nicht in ein Stadion gehen, wo sie mir keine Sicherheit geben. Pérez hat Angst vor Spiel, besonders die Vorstellung, was ihn nach einem Boca-Sieg erwarten würde, jagt dem Mittelfeldspieler Angst ein. Stellen Sie sich vor, wir hätten sie in ihrem Stadion geschlagen. Sie hätten mich umgebracht. Am Samstag hatten Fans von River Plate den Boca-Bus am Estadio Monumental Antonio Vespuccio Liberti mit Steinen und anderen Gegenständen beworfen. Mehrere Spieler wurden verletzt, Scheiben gingen zu Bruch. Auch Pérez traf es schwer, er hatte sich durch die zersplitterte Scheibe des Mannschaftsbusses eine Verletzung am Auge zugezogen. Außerdem waren massiv logistische Probleme aufgetreten. Im Umfeld des Stadions lieferten sich vor dem geplanten Anpfiff River Plate Fans, die sich ohne Eintrittskarten Zugang zur Arena verschaffen wollten, Straßenschlachten mit der Polizei. 3 Stunden vor dem geplanten Anstoß des Finalrückspiels wurde die Partie daher erneut verschoben, da die Boca-Profis aufgrund der Eskalationen nicht antreten wollten. Am heutigen Dienstag sitzen Vertreter des südamerikanischen Verbands CONMEBOL mit Verantwortlichen beider Clubs zusammen, um das weitere Vorgehen bezüglich einer Neuansetzung des Finalrückspiels zu besprechen. Jetzt die Sport1-App herunterladen. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Ber. Mehr.